Die Moldau. Wir sind angekommen. Going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you, babe. And what I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. Can't stop looking at ya, you're like a firefly. Guide me out of the woods now. Oh, I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark, I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. Wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrradfahrer, und willkommen bei meiner heutigen Tour. Heute ist es eigentlich keine Tour, es ist ein Traum, wortwörtlich. Es ist mein Traum, ich träume davon schon seit langem. Deswegen fahre ich heute nach Prag. Heute ist der Tag, auf den ich lange gewartet habe. Ich fahre von Berlin nach Prag nonstop. Und ja, also es wird meine längste Strecke. Also insgesamt werden 345 Kilometer, wenn alles gut läuft. Meine längste Touren waren nach Hamburg und nach Lübeck, 320. Heute ist etwas neu für mich. Also ich weiß ungefähr, wie man 300 Kilometer fährt, aber mehr weiß ich nicht. Vor allem ist für mich die Frage, kann ich bis spät noch wach bleiben, bis 22 Uhr, 23 Uhr? Das ist auch die Frage. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich heute spät ankommen werde. Ich bin in der Dunkelheit gestartet und ich werde in der Dunkelheit ankommen sowieso. Und der Tag ist natürlich nicht der perfekte Tag. Es ist noch ein bisschen kalt, zwischen 8 Grad und 16 Grad maximal. Und vor allem, es sind auch Schauer angekündigt, also, und vor allem Windböen. Aber diesmal kein Gegenwind, zum Glück. Der Wind kommt vom Westen, deswegen es ist Seitenwind. Und ich habe vielleicht die Möglichkeit, dass am Ende sogar Rückenwind wird.
Ja, sowieso, es ist nicht angenehm, mit diesen Böen zu fahren, vor allem mit meinen Hochprofilfelgen. Die Straßen waren nass, gestern hat es den ganzen Tag geregnet, deswegen der Untergrund war ziemlich schwer und es bleibt schwer, auch hier ist alles nass. Und ja, meine größte Angst ist natürlich, dass es regnet, es gefällt mir überhaupt nicht, aber natürlich kann man nicht auf den perfekten Tag warten, den perfekten Tag gibt es nicht. Deswegen fahren wir heute los. Ich habe eine neue Tasche noch dazu. Ich bin noch ein bisschen leichter geworden. Ich zeige es euch später, weil jetzt fahren wir weiter. Es ist 6.45 Uhr und wir haben ungefähr 105 Kilometer. Und ja, egal, der Weg scheint gesperrt zu sein. Heute fahren wir durch jede Baustelle, egal, weiter. Nein, bevor wir weiterfahren, habe ich vergessen, ein bisschen über meine Sprache zu sprechen, beziehungsweise in welche Etappe fahre ich. Also ich bin von Berlin gestartet und ich bin durch Baruth-Mark, Luckau und Kalau gefahren, genau wie meine Strecke zum Jestet. Aber dann von Kalau bin ich nicht nach Hoyerswerda abgebogen. Ich fahre jetzt nach Süden in Richtung Senftenberg. Und dann fahre ich durch die Sächsische Schweiz, aber auf einem asphaltierten Weg diesmal bis Bad Schandau. Und von Bad Schandau dann fahre ich auf dem Elberadweg, ein großes Stück. Ich fahre dann nach Tschechien immer entlang der Elbe, nach Dezin und nach Ustinat-Labem. Und dann verlasse ich den Elberadweg und biege ich direkt nach Prag ab. Eigentlich ist es nicht der kürzeste Weg. Ursprünglich hatte ich geplant, einen direktesten Weg, 323 Kilometer, aber es waren 2600 Höhenmeter. Heute habe ich 1900 Höhenmeter und vor allem wollte ich unbedingt durch Usti fahren. Ich will die Elbebrücke in Usti sehen. Ich hoffe bei Sonne. Jetzt fahren wir wirklich los. Willkommen zurück, liebe Freunde. Leider ist es wieder passiert. Ich habe einen Platten genau auf meiner wichtigsten Tour. Es war genauso wie letztes Jahr nach Hamburg. Schicksal, aber egal. Also ich habe diesmal zwei extra Schläuche und ich werde sofort einen ersetzen. Bis später. Ursache gefunden, das ist schon wichtig. Es war ein Stein, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es war wirklich ein Stein. Leider hier ist der Weg sehr mit vielen Steinen, das ist wirklich Pech. Also normalerweise habe ich Glas gehabt und ja, mal gucken. Also ich hoffe, dass der Reifen nicht so beschädigt wird. Das ist sehr schade, aber es ist eine gute Möglichkeit, meinen neuen Schlauch zu probieren. Also ich werde keinen Ariotan-Schlauch mehr einsetzen. Ich habe ein Tubolito, also ich probiere, bin gespannt. Also der Reifen ist beschädigt, also es gibt ein Loch, ich muss aufpassen. 7 Bar. Willkommen im Landkreis Bautzen. Ich wusste das nicht, dass wir auch durch diesen Landkreis fahren. Aber wir fahren nicht nach Bautzen diesmal. Wir fahren direkt nach Bad Schandau in die Sächsische Schweiz. Ich habe gerade gesehen, dass es dort regnet. Ich hoffe, dass es aufgehört hat, wenn ich ankomme. Puh, weiter geht's. Wir sind bei 150 Kilometer. Normalerweise denke ich, oh schön, es ist schon die Hälfte der Strecke. Heute nicht. Es ist ein grausamer Gedanke. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen den Wind unterschätzt. Ich dachte, okay, Seitenwind, egal. Aber man muss ein bisschen sich schon anstrengen. Ich hoffe, dass ich später ein bisschen Rückenwind habe.
das war schön. Und wir sind fast in der Sächsischen Schweiz. Bad Schandau ist bei 200 Kilometer. Kleine Verschnaufpause hier in Sachsen. Ich habe gesehen, wir sind bei 165 Kilometern und ich bin ja noch ein bisschen weit von Bad Schandau. Um 12 Uhr sollte wieder regnen in Bad Schandau, leider. Und jetzt ist 10.11 Uhr. Aber ich habe keine Eile diesmal. Also ich muss nicht in Helligkeit ankommen. Ich kann um jede Uhrzeit ankommen. Es ist kein Problem. Und ja, den Platten habe ich gut einkassiert sozusagen. Am Anfang habe ich gesagt, wirklich schade und ja, ärgerlich, aber man muss immer dankbar sein. Also im Sinne, es hätte in der Nacht passieren können, das wäre wirklich, wirklich schlecht. Oder bei Regen auch, also Reifenwechsel bei Regen habe ich noch nie gemacht und ich möchte das nicht machen. Und wir sind gut auf dem Track. Ja, wir kommen gut voran und ja, fahren wir weiter in Richtung Sächsische Schweiz und dann zu meinen lieben Bad Schandau. Pulsnitz ist ein Fluss. Eigentlich ist auch der Name meiner nächsten Etappe hier am Tor der Sächsischen Schweiz in 6 Kilometer. Und dann fangen ein paar Höhenmeter an. Trotz des Wetters ein wunderschönes Panorama. Wir sind in der Sächsischen Schweiz angekommen. Ich freue mich sehr. Spätestens in Bad Schandau mache ich eine richtige Pause. Die Höhenmeter, die ich mir erwartete, waren nicht so schlimm. Vielleicht jetzt kommt noch ein Anstieg, ein schlimmer Anstieg. Aber es war nicht so schlimm eigentlich. Nur der Wind war ein bisschen so, der Weg war links und rechts. Er war sehr abwechslungsreich. Und ich freue mich sehr, jetzt auf dem Elberadweg zu fahren. Bis gleich in Bad Schandau. Hohenstein ist meine letzte Etappe vor dem Elberadweg. Dann links. Ich habe zu früh geredet. Eigentlich kommen die schlimmsten sozusagen Anstiege jetzt. Jetzt 2 Kilometer Anstieg und nicht auf einem schönen Weg. Aber dann ist wirklich vorbei und wir sind an der Elbe. Ein wunderschönes, also alles wunderschön. Da in der Ferne sind viele Berge. Ich weiß nicht, ob man in der Kamera sehen kann. Und jetzt 10 Kilometer bis Bad Schandau. Bei dieser Abfahrt ist wirklich eine wunderschöne Sicht, Aussicht. Die Kamera, für die Kamera ist es so weit, zu weit, aber es ist einfach wunderschön. Dieser Abstieg nach Bad Schandau ist eine der
schönsten Strecke, die ich je gesehen habe. Und da, ich glaube, sind auch die Schlammsteine. Ich werde den Namen einblenden, das ist ganz berühmt. Wir sind in Bad Schandau angekommen, im schönen Bad Schandau. Es ist wirklich viel los, also viele Autos unterwegs, keine Fahrradfahrer irgendwie. Jetzt verlassen wir schon Bad Schandau, wir überqueren die Brücke, dann machen wir wirklich eine Pause und dann fahren wir nach Tschechien. Willkommen zurück, liebe Freunde. Ich bin in Krippen, die Stadt, der Dorf, der Bad Schandau gehört. Ich habe eine ziemlich lange Pause gemacht, weil ich wollte schon lange eine Pause machen und ich hatte nie die Möglichkeit gehabt. Und jetzt, wir sind bei 215 Kilometer. Ich habe es wirklich gebraucht und ich freue mich sehr, dass die Sonne scheint. Unglaublich, es hätte regnen sollen. Mein Fahrrad ruht sich aus. Deswegen, ich ergreife die Gelegenheit, um euch meine neue Tasche zu zeigen. Das ist die kleine Tasche. Ich habe meine Frontrolle ersetzt von Topic und auch, ich habe noch eine von, von Ortlieb. Leider haben sie nicht so gut gepasst, es war immer grenzwertig. Ich konnte kaum schalten und es hat immer gegen das Rad geschliffen ab und zu. Ich war verzweifelt. Und endlich habe ich diese kleine Tasche entdeckt, ganz praktisch. Man befestigt sie nur hier und hier. Mit Zip ist wirklich praktisch und endlich kann ich schalten. Und vor allem das Wichtigste, eine große Ersparnis in Sachen Gewicht. Diese Frontrollen alleine, also leer, wiegen 430 Gramm ungefähr und diese kleine Tasche wiegt 96 Gramm, also wirklich eine andere Geschichte. Dafür habe ich auch meine Kulturbeutel ersetzt. Ich habe eine kleinere gekauft, damit sie reinpasst. Es war nutzlos. Ich wünsche, ich hätte das vorher gemacht. An der Stelle ein lieber Gruß. Also ich habe diese Tasche abgeguckt eigentlich. Ich habe sie nicht selbst entdeckt. Sie wurde mir also... Ich habe das abgeguckt von einem Profi-Fahrradfahrer, Bernhard, der meinem Stadtradl-Team gehört. Auch dieses Jahr mache ich mit dem Team Wolfenschutten Velo. Und ich habe diese Tasche von ihm abgeguckt. Ist wirklich fantastisch, wirklich praktisch, also perfekt für Rennräder. Und es ist nicht wasserdicht, aber ist mir egal. Also alles, was drin ist, kann nass werden. Und ja, fahren wir los. Ich bin so gespannt auf dem Elberadweg. Da ist die Elbe. Und wir fahren weiter in Richtung Tessin, 22 Kilometer. Rensko, ich war da erst vor zwei Monaten oder so, unglaublich. Eine große Etappe auf diese Reise. Wir sind an der Grenze nach Tschechien. Ich freue mich so sehr. Ich liebe Tschechien. Und ja, also jetzt heißt es wirklich nach Prag fahren. Und ja, hier war alles bekannt. Jetzt fahren wir wirklich in uns Bekannte. Um 13.30 Uhr
30 und noch 125 Kilometer. Ich bin so aufgeregt, also ich kann das nicht in Worte fassen. Ich freue mich auf Usti. Ich will wirklich die Brücke in Usti sehen und dann die letzten 100 Kilometer, sagen wir 80, sind nicht so toll auf der Landstraße, dann wieder auf dem Fluss. Aber mal gucken. Weiter geht's. Wir sind in Netzin angekommen und hier wird eine Brücke gebaut. Das ist Netzin. Nächste Etappe Usti 27. Und hier kommt ein Stück, also schon seit einer Weile habe ich leider Gegenwind, also die Elbe macht einen Bogen. Ich hatte Rückenwind bis Rensko ungefähr und dann jetzt geht es ein bisschen so, ein bisschen so. Die Brücke in Usti nad Labem, die ich sehen wollte, geschafft. Ich hoffe, die Gegenwindpassage ist vorbei jetzt. Wir überqueren die Elbe. Wir fahren noch ein Stückchen entlang der Elbe und dann biegen wir direkt nach Prag ab. Also ich habe in den letzten 30 Kilometern nicht mehr gefilmt, weil ich habe nur eine Aufnahme gemacht, weil es war entlang der Landstraße. Also deswegen ein Tipp, es ist sicher besser auf der anderen Seite der Elbe mit wenigen Autos, dort war wirklich eine Landstraße, ganz mit viel Verkehr, aber es hat mich nicht so gestört, also dabei war der Fahrradweg und es war eine super Straße, ich habe so gut gerollt und das habe ich gebraucht bei dieser Gegenwindpassage. Ich bin sehr müde jetzt. Aber ich fahre noch ein Stückchen, 260 Kilometer. Jetzt fehlen weniger als 100, ich kann nicht glauben. Aber noch viele. Weiter geht's. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir haben gerade den Elberadweg verlassen und jetzt fahren wir in Richtung Prag. Es fehlen ungefähr 85 Kilometer und jetzt vor Prag habe ich drei Anstiege, drei schlimme Anstiege. Einer kommt jetzt und die anderen zwei sind kurz vor Prag. Ich bin gespannt, wie der Weg ist. Also letztes Mal, ich hatte mir Sorgen gemacht, weil in Tschechien fahren die Autos wirklich wie verrückt. Heute muss ich sagen, sind sie ziemlich ruhig. Also sie überholen mich zumindest mit Abstand, die meisten. Also es war nicht so schlimm wie letztes Mal. Vielleicht sind sie hier beim Elberadweg gewöhnt an so viele Fahrräder. So, also es ist 15.40 Uhr. Wir fahren noch ein Stückchen, solange ich kann, und dann Pause. So sieht es aus. Die letzten drei Anstiege. Also ich hatte diese ganz ehrlich nicht so richtig bemerkt. Also diese ganzen Anstiege hier. Usti nad Labem, also ja, es war ein Hügel. Okay, los. Thank you.
Ich vermisse den Harz. Das war nicht so schlimm. Ich habe die Anstiege in Tschechien nicht vermisst eigentlich. Fünf Kilometer Anstieg bei 9% mindestens. Warum? Ich hätte wirklich auf Wolfmensch auf dem Velo hören sollen. Er hatte meine Strecke geguckt und gesagt, mache 2-3 Kilometer mehr und mach diese, also vermeide diesen Anstieg. Ich habe gesagt, ja, egal, es geht. Ja, wunderschöne Aussicht, aber wir sind auf 405 Höhenmeter aufgestiegen in 5 Kilometer für nichts. Jetzt müssen wir wieder runter. Das sind grobe Fehler bei einer solchen Planung. Ich ärgere mich über mich selbst. Ich wurde sogar darauf hingewiesen, einen Umweg, also um einen Umweg, 3 Kilometer Umweg zu vermeiden, lohnt sich überhaupt nicht, sowas zu machen. Dieser Anstieg hat meine wertvolle Kräfte weggenommen jetzt. Zum Glück war ein guter Moment. Und jetzt, ich hoffe, ein bisschen bergab, aber naja, man kann nichts mehr machen. Weiter. Ich habe ein Wort gelernt auf Tschechisch. Pozor heißt Achtung. Erste Ausschilderung für Prag, noch 64 Kilometer. Und ein letztes Mal die Elbe für heute. Schon wieder eine Pause, aber diesmal um auf Wolfgang und den Velo zu warten. Er fährt auch nach Prag in 2 oder 3 Tagen. Er ist gestern gestartet und ich habe gesehen, er ist 2 Kilometer vor mir. Ich warte mal ab, so kann ich ihn grüßen. Ich freue mich. Da ist er! Was machst du hier? Ich fange ja schon an. Du bist verrückt nach Prag. Ich habe Mäuse gesucht. Yes. Ja. Ich liebe diese Landschaft. Ist der zweite Anstieg, aber es sollte nicht so schlimm sein wie die andere, also der andere kürzer und nicht so hoch. Das Schöne hier ist, dass es wenig Verkehr gibt. Ich hatte nicht damit gerechnet, ich dachte, es ist eine vielbefahrene Straße, aber kaum Auto unterwegs. Zum Glück. 295. Kilometer. Ich freue mich sehr. Es fehlen jetzt 45. Ich bin sehr müde. Es ist ein schwieriger Moment natürlich. Also Kraft hätte ich noch, aber ich bin wirklich müde einfach, also im Kopf, also 17 Stunden unterwegs, der Wind, so viele Eindrücke. Ich muss durchhalten. Mein Fahrrad schafft das noch. Weiter nach Prag. Baustelle.
Das ist die dritte Baustelle. Und ja, dann werden wir ein bisschen später ankommen. Das muss die Moldau sein. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind 25 Kilometer vor Prag fast geschafft. Ich bin super froh, obwohl wir noch nicht da sind. Die letzten 40 Kilometer sind sehr schwierig. Ich bin total eingebrochen und ich bin sehr müde geworden. Und jetzt meine ganze Energie geht einfach ins konzentriert bleiben, wach bleiben und diese letzten 25 Kilometer zu machen. Und zum Glück ist die Straße also sehr schön, muss ich sagen. Also man rollt sehr gut und es ist auch nicht so viel Verkehr. Also muss ich sagen, angenehmer als gedacht. Also der erste Einstieg war schon da, aber es war auch kurz. Also alles überwindbar. Komisch, ich bin so müde. Ich spüre keinen Durst, keinen Hunger mehr. Also ich habe mich nie so gefühlt, also ganz komisch, deswegen muss ich aufpassen, weiter zu trinken zumindest. Und ja, also es ist 19.30 Uhr, ich hatte gehofft, wir schaffen es bis zur Dunkelheit, aber ich glaube nicht. Naja, morgen geht es, also machen wir eine kleine Runde in Prag. Bis später. Hier ist der Moldau-Radweg. Ich glaube, da in der Ferne ist Prag. Die Moldau. Wir sind angekommen. Ich kann nicht meine Freude in Worte fassen. Es war wirklich ein Traum, also von Berlin nach Prag, von einer Hauptstadt zur anderen. Und lange habe ich gedacht, es ist nicht möglich. Und heute haben wir es geschafft. Ich bin sehr froh. Willkommen zurück, liebe Freunde, und willkommen in Prag, jetzt offiziell. Ich bin bei meiner Unterkunft angekommen, also gut angekommen. Ich habe eine kleine Runde gemacht und dann direkt zur Unterkunft. Morgen möchte ich mir Prag anschauen ein bisschen. Ich habe schon eine kleine Runde geplant mit dem Fahrrad, mal gucken. Wenn es nicht regnet natürlich, sonst vielleicht nicht. Ich bin ultra froh, wirklich. Ich hatte wirklich das nicht für möglich gehalten und ich bin wirklich sehr froh. Also diese Tour, wie gesagt, ich hatte diese Tour schon lange geplant und sie ist eine der zwei wichtigsten dieses Jahr. Und es war wunderschön, also alles war wunderschön. Also nicht nur der Elberadweg, das ist bekannt. Aber auch
der Abstieg von Bad Schandau, also durch die Sächsische Schweiz. Leider war das Wetter ein bisschen nicht so toll, aber es war wirklich, wirklich schön. Die Tour war sehr anstrengend, auch wegen der Höhenmeter. Und zum Glück hatte ich einige Passagen mit Rückenwind. Diese haben mich gerettet. Also 30 Kilometer mindestens von Ustinov-Labem in Richtung Prag. Die ersten 30 Kilometer waren wirklich mit Rückenwind. Und dafür aber habe ich die schlimmste Passage war zwischen Dezin und Ustinov-Labem. Das war im Gegenwind bei diesen Böen. Es war wirklich ein Albtraum und ich habe gefühlt ultra lange gebraucht, 2 Stunden oder so, und ich war dann sehr müde. Wolf Mösch auf dem Velo ist auch auf dem Weg, er ist fast angekommen nach Prag bei seiner 2-tägigen Tour. Was mir am meisten gefallen hat, abgesehen die Moldau, nach diesen Abstiegen, bin ich runtergefahren und plötzlich habe ich die Moldau vor mir gesehen. Es war wirklich wunderschön, aber sonst auch wirklich die Brücke in Ustinov-Labem hat mir total gefallen, also genau wie auf dem Foto. Was mich sehr überrascht hatte, waren die Straßen. Also die Straßen waren wirklich schön durchschnittlich und sehr gut zu fahren. Also das ist wirklich eine super Rennradtour, sehr geeignet. Und auch die Autos, wie gesagt, sie sind nicht so wie verrückt gefahren und so ohne Abstand überholt. Also heute ist es fast nie passiert. Deswegen wirklich bin ich sehr, sehr zufrieden und überraschend das Wetter. Also egal, der Wind war angekündigt, aber auch viele Schauer waren angekündigt und ich habe keinen einzigen Tropfen Regen abbekommen und sogar Sonne, also das war unerwartet. Ich habe mich sehr gefreut. Jetzt werde ich duschen und schlafen. Ich hoffe, morgen stehe ich trotzdem früh auf. Ich will Prag sehen. Und ja, ich hoffe, dass diese Tour euch auch gefallen hat, trotz des Plattens um 7 Uhr Vormittag, das war wirklich, wirklich schlimm. Und ja, bis zur nächsten Tour und bis dahin immer eine Hand am Lenker lassen. Looking at ya, you're like a firefly. Guide me out of the woods now. Oh, I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark, glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark.